liebe mytischtennis.de-User, am vergangenen Wochenende wurden einige Titel vergeben. Die deutschen Meister sind gekürt, Rollstuhl-Tischtennisspieler Valentin Baus machte in Tokio währenddessen seinen großen Traum von der ersten Einzelgoldmedaille bei den Paralympics wahr. Die erste Hälfte des Multisport-Events in Japan ist um. Ab Dienstag geht es dann im Teamwettbewerb um Edelmetall. Bis Freitag fallen die letzten Entscheidungen. Drei DBS-Mannschaften gehen ins Rennen. Die Damen Juliane Wolf und Stefanie Grebe treffen im Viertelfinale auf China. Björn Schnake und Thomas Rau wollen am Dienstag mit einem Sieg über Thailand ins Halbfinale einziehen. Silbermedaillengewinner Thomas Schmidberger und Thomas Brüchle sind bereits sicher unter den besten vier. Ihr Gegner am Mittwochmorgen steht noch nicht fest. Nach der Pause am Wochenende geht es auch in der TTBL Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstag steht zunächst der dritte Spieltag auf dem Programm. Das Spitzenspiel steigt in Grenzau, wenn Patrick Baum und Co. auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Tischtennisfreunde aus Ochsenhausen treffen. Bremen und Bergneustadt hoffen im direkten Duell dagegen auf die ersten Punkte. Der vierte Spieltag beginnt bereits am Freitag mit dem Spiel Saarbrücken gegen Grünwettersbach und zieht sich bis zum 8. September hin. Am Sonntag hat Rekordmeister Borussia Düsseldorf den Champions-League-Debütanten aus Neu-Ulm auf dem Arak-Center-Court zu Gast. In der Damen-Bundesliga steigen am Sonntag die ersten drei Partien der neuen Spielzeit. Trippelsieger Berlin-Eastzeit begrüßt zum Auftakt den TSV Schwabhausen. Liga-Neuling Weinheim freut sich auf sein erstes Bundesligaspiel gegen die TTG Bingen-Münster-Samsheim. Der Aufsteiger hat sich unter anderem mit der Brasilianerin Bruna Takahashi prominent verstärkt. Und auch die deutschen Nachwuchstalente sind ab dem kommenden Wochenende wieder international im Einsatz. Wenige Wochen nach der Jugend-Europameisterschaft findet im kroatischen Varaždin das nächste WTT Youth Contender statt. Parallel dazu wird auch in der slowenischen Stadt Otoček ein solches Turnier ausgetragen. 12 Jungen und 10 Mädchen treten zeitversetzt in beiden Ländern an und gehen in den unterschiedlichen Altersklassen U13 bis U19 an den Start. Mia Griesel, Sophia Klee, Naomi Prankovic, Daniel Rinderer und viele weitere Nachwuchsasse rechnen sich auf europäischer Bühne so einiges aus. Wir halten Sie mit Ergebnissen und Berichten auf mytischtennis.de natürlich jederzeit auf dem Laufenden und wünschen Ihnen eine sportliche Woche.